Ja, wir widmen uns jetzt der Frage eben, wie schon angetönt, die EU reguliert und das bedeutet natürlich etwas für die Schweiz. Daher übergebe ich gleich an Angela Müller, die uns hier diese Frage beantworten wird, was das für die Schweiz bedeutet. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich und sehen vor allem die Präsentation, sonst einfach bitten. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Mein kurzer Input wird sich schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen des Regulierungsvorschlags auf die Schweiz auseinandersetzen, wie gesagt, die eben auch, wie auch bereits gesagt und als kurzer Spoiler, nicht ganz vernachlässigbar sind. Ich möchte ganz kurz zu Beginn sagen, wo ich herkomme, was Algorithm Watch ist. Wir sind eine gemeinnützige Forschungs- und Advocacy-Organisation, die sich eben mit Prozessen automatisierter Entscheidungsfindung, wir nennen das ADM, das steht für Automated Decision Making, beschäftigt. Und zwar eben mit jenen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, die also menschliche Entscheidungen vorhersagen, woher bestimmen oder Entscheidungen automatisiert treffen. Wir sprechen also von ADM und nicht eigentlich von künstlicher Intelligenz, um einfach zu betonen, es geht uns um jene Anwendungen, wo eben ein Teil eines ganzes Entscheidungsprozesses automatisiert wurde. Es gibt uns seit ungefähr 5 Jahren in Deutschland, seit letzten Jahr nun auch in der Schweiz. Und was wir machen, wir analysieren, forschen einerseits zum Einsatz von ADM-Systemen. Wir bringen dies einer breiten Öffentlichkeit näher. Wir sind auch eine Plattform, um verschiedene Stakeholders zusammenzubringen. Und wir entwickeln auch Lösungsansätze, wie denn ein verantwortungsvoller Einsatz von ADM-Systemen ermöglicht werden kann, der dann eben der Individuen und auch der Gesellschaft nutzt und eben nicht schadet. Ja, und weil wir eben auch mitgestalten, haben wir natürlich auch eine Meinung dazu, wie denn der Regulierungsvorschlag der EU zu bewerten ist. Und ich möchte hier jetzt nicht ausführlich unsere Position darlegen, damit wir dann danach auf die Auswirkungen auf die Schweiz kommen können, aber vielleicht einführend auf einige Punkte hinweisen und dann können wir dann vielleicht auch noch in der Diskussion darauf eingehen. Vorab kann ich sagen, dass auch unsere Analyse des Vorschlags natürlich noch nicht abgeschlossen ist. Sie wissen vielleicht, das ist über 100 Seiten lang und hat doch viele Interdependenzen auch mit anderen Richtlinien, die wir auch noch zu analysieren haben. Aber zuallererst einige positive Aspekte. Also ich glaube, ganz grundsätzlich begrüßen wir diese Anerkennung, dass der Einsatz von KI eben Risiken mit sich bringt. Und auch einfach die Anerkennung, dass es notwendig ist, diesen verantwortungsvollen Einsatz sicherzustellen. Das ist, denke ich, schon wichtig zu betonen, dass dies auch ein wichtiger und ein richtiger Schritt ist. Wir begrüßen sicher auch die wichtige Rolle der Transparenz, die jetzt ein paar Mal schon erwähnt wurde, weil Transparenz einfach unserer Meinung nach der erste Schritt ist, wirklich das Mittel zum Zweck, um überhaupt zu einem solchen verantwortungsvollen Einsatz zu gelangen. Wir haben natürlich aber auch einige offene Fragen, und ich möchte hier einfach exemplarisch einige nennen. Wir begrüßen zum Beispiel das Verbot von Echtzeit biometrischer Erkennung, haben aber dann schon auch Fragezeichen, ob das Verbot, so wie es jetzt da steht, denn ausreicht, um wirklich zuverlässig grundrechtsverletzende Auswirkungen abzuwenden. Wir setzen auch ein Fragezeichen hinter die Idee einer solchen Hochrisikoliste. Unserer Meinung nach sollten zum Beispiel im öffentlichen Sektor alle eingesetzten eben ADM-Systeme ein Impact Assessment durchlaufen. Und es sollte also statt so einer Liste eher eine Case-by-Case-Evaluierung geben, die dann so eine Triage ermöglicht, welche Systeme eben riskant sind und welche nicht. Und es sollten auch alle Systeme im öffentlichen Sektor und dann nicht nur die hochriskanten in einem öffentlichen Register erfasst werden. Wir sehen sicher auch noch Klärungsbedarf bezüglich des vorgesehenen Conformity Assessments, auch bezüglich des dann Ex-Post-Monitoring und der Rechenschaftspflichten, sowie ebenfalls dazu, ob denn die nationalen Aufsichtsbehörden wirklich mit genügend Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet werden, um ihr Mandat auch zuverlässig zu erfüllen. Und als letzter Punkt, der jetzt noch nicht so genannt wurde in diesem Sinne, ist dadurch, dass die Regulierung sich natürlich an Anbieter und AnwenderInnen richtet, könnte unserer Einschätzung nach drohen, dass die Perspektive der Betroffenen nicht genügend berücksichtigt wird. Ja, und nach dieser kurzen Offenlegung zu unserer Einschätzung des Vorschlags als solches, das sollte, wie gesagt, ein bisschen Food for Thought auch geben für die Diskussion anschließend.
möchte ich nun aber auf die Frage eingehen, wie sich das denn jetzt alles auf die Schweiz auswirken wird. Grundsätzlich lässt sich sagen, die Regulierung ist immer dann anwendbar, wenn entweder ein KI-System innerhalb der EU verwendet wird oder der Output eines KI-Systems innerhalb der EU verwendet wird. Das heißt eben Auswirkungen auf ein Individuum in der EU hat. Und all dies unabhängig davon, wo sich Anbieter oder Anwenderin befinden. Das zeigt einmal mehr, das haben wir schon gehört, der Fokus liegt wirklich auf dem Einsatz von KI-Systemen, der reguliert werden soll. Also dann auch nicht primär auf der Entwicklung oder zum Beispiel dem Export von KI-Systemen. Diese werden nämlich von der Regulierung so lange nicht erfasst, solange die Systeme nicht innerhalb der EU verwendet werden. Und andererseits heißt dies dann natürlich, dass die Regulierung auch anwendbar ist auf AnbieterInnen oder AnwenderInnen in Drittstaaten. Das heißt natürlich, der Regulierungsvorschlag, so wie er heute aussieht, hat sehr weitgehende extraterritoriale Auswirkungen. Und es ist schon ja auch anzunehmen, dass diese Auswirkungen auch in der finalen Fassung bestehen bleiben werden, weil sie sind ja auch wirklich vergleichbar mit der Datenschutzgrundverordnung. Und ich denke, reihen sich somit auch ein bisschen ein in diese eben gerade im digitalpolitischen Bereich beobachtbare Tendenz der EU, Sachbereiche möglichst effektiv und lückenlos für das eigene Territorium zu regeln und so, dass dann diese Regeln durchaus auch in Drittstaaten Wirkung entfalten. Und damit soll natürlich auch vermieden werden, dass die KI-Regulierung umgangen wird, indem zum Beispiel der Einsatz eines als hochriskant geltendes Systems zur Einschätzung, sagen wir, von Kreditwürdigkeit an einen Anwender in der Schweiz zum Beispiel ausgelagert wird und die Empfehlungen dieses Systems dann aber EU-Bürgerinnen betreffen würden. Nun, das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schweiz und zuallererst rechtliche Auswirkungen. In der Schweiz ansässige Anbieter und AnwenderInnen würden der Regulierung unterworfen, auch wenn sie weder Sitz noch Ableger in der EU haben. Und dies eben genau in zwei Fällen. Also erstens, wenn Systeme von Schweizer Anbieterinnen innerhalb der EU zugänglich gemacht werden oder auf den Markt geworfen werden. Und dies würde bereits auf einen Großteil natürlich von Schweizer Anbietern zutreffen, weil ja klar, aufgrund der Wichtigkeit des EU-Marktes wird ein Unternehmen, das in der Schweiz KI-Systeme anbietet, sagen wir zum Beispiel gerade in diesem Personalwesen oder Recruiting-Bereich, wird dieses regelmäßig auch Arbeitgebern in der EU zur Verfügung stellen wollen. Und zweitens dann, wenn eine in der Schweiz von einem KI-basierten System getroffene Prognose oder Empfehlung oder Entscheidung innerhalb der EU verwendet wird. Also grundsätzlich auch zum Beispiel dann, wenn jetzt die Schweizerische Bundesverwaltung einen generischen Chatbot für Anfragen, sagen wir, betreffend den Einreisebestimmungen während der Corona-Pandemie einsetzt, die sich, der allgemein öffentlich zugänglich ist, aber natürlich dann auch von EU-Bürgerinnen genutzt wird. Es gibt schon eine Ausnahme für öffentliche Behörden von Drittstaaten. Also diese sind nicht der Regulierung unterworfen, wenn sie ein System im Rahmen eines Abkommens mit der EU oder einem Mitgliedstaat einsetzen im Strafverfolgungs- oder Justizwesen. Aber das wäre jetzt bei einem solchen Chatbot nicht der Fall. Ja, und falls dann das nicht über einen Importeur läuft, bräuchten die Schweizer Anbieter auch eine Vertretung in der EU, die dann so als Kontaktstelle für die Behörden dient und zum Beispiel auch die entsprechenden Dokumentationen bereithalten muss. Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Aspekt, den ich hier so eine indirekte extraterritoriale Auswirkung nennen möchte. Und nämlich würde die Regulierung auch eine gewisse Schutzwirkung entfalten für die Bevölkerung in der Schweiz. Erstens, wenn hier Systeme genutzt werden, die von EU-Unternehmen angeboten werden, werden diese Unternehmen kaum ihr System extra für den Schweizer Kontext adaptieren, zum Beispiel wenn es einfach ein allgemein online zugängliches KI-System ist, werden sie nicht extra eine Website machen für die Schweiz, wo dann zum Beispiel der Chatbot nicht als solcher deklariert wird, im Gegenzug zur Website, wo er für EU-Bürgerinnen zugänglich ist. Zweitens, und auch wieder ähnlich wie das nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung der Fall war, werden viele Schweizer Anbieter sich dazu entscheiden, ihre Systeme grundsätzlich den EU-Regeln konform auszugestalten. Und zwar einfach auch aus Gründen der Effizienz und der Einfachheit. Weil viele KI-Systeme werden ja auch grenzüberschreitend angeboten und somit wäre es für die Anbieter sehr aufwendig oder auch schlichtweg unmöglich, wirklich nach EndnutzerInnen innerhalb oder außerhalb der EU zu differenzieren.
Und ich denke, auch diese indirekte extraterritoriale Schutzwirkung reiht sich ein in die bisherige Praxis der EU. Nun wird die Regulierung aber natürlich nicht nur rechtliche, sondern auch politisch massive extraterritoriale Auswirkungen haben. Für Drittstaaten allgemein, nicht nur für die Schweiz, bedeutet eigentlich auch schon der jetzige Vorschlag, also auch wenn es erst ein Vorschlag ist, denke ich einerseits, dass das Thema nun definitiv auf der Agenda einige Stufen nach oben rutscht, noch mehr als es dies schon vorher war. Ich denke, der Druck ist nun wirklich da, sich zum Einsatz von KI zu positionieren. Die Frage ist dann noch, ob andere Staaten das in derselben Weise wie die EU tun werden. Aber ich denke schon, dass einfach die Entwicklung und die Auseinandersetzung rund um die Governance von KI damit nun auch befördert wird. Und ich denke, das ist sicher auch eine begrüßenswerte Entwicklung. Andererseits wird damit schon auch von der Substanz her ein Standard gesetzt. Also ein Standard, der nun sozusagen als Benchmark einfach da ist und wo sich Staaten auch werden in der einen oder anderen Form rechtfertigen müssen, wenn sie eben explizit von diesem abweichen, das heißt KI dann schwächer oder stärker regulieren. Und für die Schweiz sind diese beiden Punkte natürlich ebenso wahr und vielleicht sind sie auch für die Schweiz noch ein bisschen wahrer aufgrund unserer engen Verknüpfung mit der EU und ihrem Binnenmarkt, das ist klar. In der Schweiz gibt es natürlich auch immer mehr Ansätze im Bereich der KI-Governance im weiten Sinne, Strategien, Richtlinien und so weiter. Umfassende Regulierungsabsichten, wie das jetzt die Kommission vorgelegt hat, sind bisher nicht erkennbar. Aber zu hoffen ist schon, dass nun dieser Vorschlag der EU-Kommission in der Schweiz auch gehört wird, dass er diskutiert wird und auch Impulse für diese politische Debatte zu KI geben wird, eine Debatte, die unseres Erachtens dringend notwendig ist. Es gibt schon immer mehr Akteure, die sich bewusst sind, dass das Thema ein politisches ist, nicht nur ein technologisches, dass man da auch drüber sprechen kann, wenn man nicht Informatik studiert hat. Und dass es eben diese Debatte braucht. Wir haben eine immer stärker werdende digitalpolitische Zivilgesellschaft. Es gibt viel Expertise natürlich in der Wissenschaft, ausgewählte Expertise in den Medien. Es gibt einzelne PolitikerInnen, ich würde sagen eher noch weniger Parteien als solche, die sich damit befassen. Aber ich denke schon, dass diese Debatte auch noch breiter stattfinden darf und auch muss. Aus der Perspektive von Algorithm Watch ist klar, wir finden eine inklusive demokratische Debatte ist überhaupt erst notwendig, um einen solchen verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen zu ermöglichen. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass die Diskussionen heute fruchten und dass sie auch andernorts weitergeführt werden. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.